Guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de, Folge 691, heute mit einer ganz aktuellen Brennpunktfolge, also so wie in der ARD, wenn dann immer irgendwas Schlimmes passiert ist, dann gibt's immer einen Brennpunkt. Und ich habe nämlich heute den Dennis und den Fabu in der Leitung. Guten Morgen. Hallo. Guten Tag. Also, dass du Dennis jetzt vor mir genannt hast, finde ich überhaupt nicht okay. Okay. Also, ich bin nur unter der Bedingung hergekommen. Achso, na gut, okay. Ja, warum sind wir hier? Worum geht's? Das müsst ihr mir erklären. Ihr habt nämlich eine Aktion gestartet auf der Webseite, wo ihr Geld sammelt. Und da gab es jetzt in letzter Zeit einige Diskussionen und was heißt letzter Zeit? Es läuft ja erst seit einem Tag. ein bisschen Streit drüber auch durchaus in sozialen Netzwerken. Und da haben wir uns gedacht, das wäre doch mal das Optimalste. Wir laden euch da jetzt ein und diskutieren da auch mal ein bisschen drüber. Und also wir wollen jetzt auch gar nicht irgendwie die Werbetrommel rühren, dass wir jetzt sagen, dass wir euch da, also die Hörer zum weiteren Spenden animieren wollen. Also wenn das einer machen will, dann darf er das gerne. Aber ich möchte auch gerne mal ein bisschen über so Sinn und Unsinn so einer Aktion diskutieren und mich so ein bisschen mit dem Thema mit euch da auseinandersetzen. Das finde ich gut, dass Insert Moin auf superlevel.de völlig unparteiisch ist. Ja, USA, USA. Dafür kennt man uns. Ich glaube auch, Fabu hat so einen Knopf, so einen roten Knopf, und der kann jederzeit sofort alles abreißen hier, also die ganze Aufnahme und alles offline natürlich gehen. Das ist ja schon die fünfte. Ja. aber da möchte ich doch mal sagen, für den Anfang, Dennis, erklär doch du einfach mal, um was es bei der Aktion geht. Genau, wir sammeln gerade Geld, um mich nach San Francisco zur Games Developers Conference und zum Independent Games Festival zu schicken, Ende März. Und zwar haben wir uns überlegt, dass das so eine Aktion ist, die wir schon länger im Auge hatten. Wir hatten öfters Artikel und Podcasts über das Independent Games Festival, haben immer neidisch auf das auf die GDC geguckt und wollten da eigentlich auch mal was drüber machen, aber auch so richtig mit Dasein und so. Und dann dachten wir, versuchen wir das auch einfach mal so ein bisschen zu crowdfunden praktisch, weil leider sind unsere Portokassen nicht so gewaltig, dass wir mal eben einen Flug und eine Woche in San Francisco finanzieren könnten. Also zumindest nicht ohne jetzt echt ein bisschen die Konten leer zu machen. Und damit meine ich nicht die endlosen Superlevel-Konten, sondern eher so unsere Privatkonten. Und deswegen dachten wir uns, hey, versprechen wir doch, oder wir kündigen einfach mal so eine Sache an. Wir fragen nach Unterstützung und versuchen damit eben das ein bisschen besser zu finanzieren. Und dafür gibt's dann mehr Berichte auf Superlevel über GDC, über IGF, Entwicklerporträts, Interviews und so weiter und so fort. Und naja, wenn halt nicht alles zusammenkommt, dann schmeißen wir halt unser Geld noch da rein. Jetzt erklär doch mal, also für die Leute, die sich jetzt gar nicht so auskennen, was ist denn überhaupt die GDC? Also warum lohnt es sich aus deiner Sicht dahin zu fahren? Du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, ja. Entwicklerporträts oder Interviews und ähnliches, aber ja. Das Spannende an der GDC, im Gegensatz zum Beispiel zur E3 oder sowas, ist, dass es eine Konferenz ist für Entwickler. Das heißt, Entwickler von Spielen gehen dorthin und verleihen sich zum einen Awards, und aber zum anderen geht's sehr viel einfach nur um die Entwicklung von Spielen. Das heißt, es wird viel geredet über bestimmte spezialisierte Themen, über, keine Ahnung, Humor in Borderlands 2, über die Entwicklung von Papo und Jo. Halt alle so Themen, die vielleicht gar nicht so sehr marketingtechnisch relevant sind für so eine große Trailer-Show, aber die interessant sind für Entwickler, aber auch für Journalisten. Und außerdem gibt es dort traditionell einen riesigen Auflauf an Indie-Entwicklern, die ihre Spiele bei dem Independent Games Festival einreichen. Und das ist natürlich auch wieder spannend, dort eben neue Entwickler kennenzulernen, über ihre Spiele zu berichten, zu gucken, was sich da getan hat, und vielleicht irgendwie einen IGF-Skandal hinterher spüren und so. Also, was heißt, was für ein Skandal erwartest du dir da? Es gibt ja jedes Jahr irgendwie einen Skandal bei der IGF, weil irgendetwas los ist, was Indies nicht passt. Und ja, ich frage mich, was es dieses Jahr werden wird, aber ich bin irgendwie zu 90% sicher, dass es bestimmt irgendwas geben wird, worüber sich irgendjemand im Internet aufregen wird. Also wahrscheinlich über diesen dummen deutschen Tourist, der da mit Kickstarter-Geldern hingefahren ist und total auffällig dort die Leute belästigt. Richtig.
Ja, okay. Alter, okay, allein dafür wäre es mir wahrscheinlich schon wert, was zu zahlen. Aber jetzt, Fabio, sag doch mal, wer kam denn überhaupt auf die Idee, das so mit, ja, so zu finanzieren? Also, dass man wirklich die Leser fragt und jetzt sich nicht irgendwie einen Sponsor zum Beispiel sucht oder ähnliches. Naja, es fing damit an, dass ich mir gedacht habe, drauf geschissen, war das jetzt dieses Fluchen, was ich nicht sagen sollte? Egal. Dass ich auch das Können wir noch aus. mal von vorne aufnehmen? Guten Morgen. Hallo, ich bin der Fabu. Jetzt habe ich den Scheißfaden verloren. Den beschissenen Scheißfaden, ja. Nein, Moment, ich hab's. Genau, also ich wäre auch bereit gewesen, das aus eigener Tasche zu finanzieren. Einfach weil ich die Idee so cool finde, wirklich mal nicht nur aus zweiter oder dritter Hand von der GDC zu berichten, sondern wirklich mal jemanden live vor Ort zu haben. Und da das relativ bekannt ist im Team, dass Dennis eh ziemlich heiß darauf ist, schon seit längerer Zeit dahin zu fahren, dachte ich mir, dass wir das so oder so realisieren. Und erst dabei, während wir darüber uns unterhalten haben, was es kosten könnte und so weiter, da kam der Gedanke auf, man kann ja mal fragen, ob vielleicht die Leser von Superlevel bereit wären, das einfach ein bisschen zu unterstützen. Ja, und so ging es dann los. Und durchaus sehr erfolgreich. Also der aktuelle Spendenstand ist 801,79 Euro. Also das war zumindest der, wo ich jetzt ein paar Minuten geguckt habe, vielleicht ist er schon wieder weiter gestiegen. Ja. Die wirklich innerhalb von ja weniger als einen Tag im Prinzip zusammengekommen sind. Und das ist schon, ihr habt da so eine Kalkulation gestellt, was ihr so ungefähr meint, was es kosten wird. Und das ist schon jetzt 50% oder sogar drüber, ne? Ja, ist cool. Also war auch nicht zu erwarten. Also ich habe mir gesagt, wenn wir 500 € einnehmen, über einen längeren Zeitraum, ist es voll okay. Da packen wir den Tausender selbst auf den Tisch und fliegen dann hin oder er fliegt dann hin. Und dass wir jetzt schon 800 haben nach einem Tag, ist natürlich super cool. Und wäre natürlich schön, wenn es noch ein bisschen mehr wert. Aber also wir sind schon mehr als zufrieden, denke ich mal. Voll, ich war ziemlich überrascht davon. Vor allem, weil ich eigentlich geplant hatte, das Ganze schon sehr viel früher irgendwie an den Start gehen zu lassen und dann aber irgendwie durch Erkältung und zu viel zu tun irgendwie nicht dazu gekommen bin. Ich muss auch irgendwie ein riesiges Lob aussprechen an Dom, der dann eine großartige Grafik dafür gebastelt hat. Und sowieso. Ja, ich bin unglaublich froh und überrascht davon, dass es total gut läuft. Ja. Okay. Ja. Habt ihr denn schon irgendwelche Stretch Goals oder also, oder läuft die Aktion bis zu einem bestimmten Termin? Also, wo ihr einfach sagt, wir sammeln halt jetzt eine Woche und dann machen wir Schluss auf jeden Fall? Oder gibt es irgendwie eine finanzielle Obergrenze, dass ihr sagt, ja, wenn wir so und so viel zusammen haben, dann hören wir auf? Oder läuft es jetzt erstmal, Fabu? Naja, die Rechnung war ja die äußerst detaillierte und sehr seriöse Rechnung von Dennis. Da kam er ungefähr auf 1.500 € und das ist halt das Ziel. Ich glaube nicht, dass es mehr wert, aber wenn es mehr werden sollte, werden wir das natürlich sinnvoll einsetzen. Kann man denn irgendwie vielleicht anders unterstützen? Also, vielleicht hört jetzt gerade jemand zu, der dann sagt, ach, wieso so viel Geld für ein Hotel ausgeben? Ist eh viel zu teuer zu dem Zeitpunkt. Ich kenne aber jemanden, so ähnlich so Couchsurfing, der da irgendwie dabei ist oder sowas. Kann man sich da auch an euch wenden? Voll, voll. Das hilft natürlich auch total. Das bringt natürlich die gesamte Rechnung durcheinander. Aber wie gesagt, das hilft natürlich auch total. Uns geht es halt echt darum, dass man das einfach ein bisschen möglicher macht. Ja, Einfach. ich glaube, was man nicht vergessen darf, was man in den falschen Hals bekommen kann, wenn man jetzt Super Level zum Beispiel nicht kennt oder nicht gut kennt, dass Wer man tut denn denken könnte, das? Also, das kennt ja wohl ja, jeder. es soll Menschen geben, könnte vielleicht Mensch. irgendwie jemand auf den Gedanken kommen, dass wir uns daran bereichern wollen oder so, das ist kompletter Unsinn. Weil Super Level ist zum jetzigen Zeitpunkt noch komplett werbefrei, generiert keine Einnahmen, und dementsprechend sind wir, wenn wir sowas machen wollen, entweder auf unsere eigenen Finanzen angewiesen oder eben auf die Unterstützung der Leser. Und ich finde es auch nicht verwerflich, die Leser zu fragen. Also weil das ja nun auch einer dieser Punkte war, der heute öfter kritisiert wurde von einigen Leuten.
Genau, also ich habe dann auch von dir auf Twitter gelesen, du hast dann irgendwie sowas, also so sinngemäß geschrieben, also wer das Battle nennt, der spinnt doch oder so. Das war sehr safe for work ausgedrückt, ja. Also ich weiß tatsächlich den genauen Wortlaut nicht mehr. Vielleicht war der noch brutaler, aber ja, es hören ja auch Kinder zu, deswegen muss ich das ja ein bisschen abschwächen. Aber das war so der Wortlaut. Was genau hast du damit gemeint? Oder kam das oft als Vorwurf, dass das jetzt Gebettle wäre, oder? Ja, dazu muss man vielleicht ein bisschen die Vorgeschichte erzählen. Und zwar gab es vor einiger Zeit bei der altehrwürdigen Internet-Spiele-Journalismus-Profi-Seite Gamers Global, gab es da halt eine Sammelaktion, eine Spendenaktion. Und ich weiß gar nicht, also ich habe mich darüber lustig gemacht. Ich glaube, ja, ein paar andere vom Team auch öffentlich. Was aber dann in den falschen Hals gekommen ist bei einigen, ist, das ging da gar nicht darum, dass sie Geld sammeln. Das finde ich vollkommen legitim, sondern es ging darum, was da gemacht wurde, was da veranstaltet wurde mit irgendwelchen hässlichen Tannenbaumgrafiken und total peinlichen Videos und so. Und das war halt das, was ich verachtenswert fand. Das Sammeln an sich finde ich vollkommen okay. Und das wurde halt dieser Vergleich angestellt, ne? So nach dem Motto, ja, erst regt euch über die auf und jetzt macht ihr es selber. Und ich fand es halt irgendwie ein bisschen flach gedacht, das jetzt in einen Topf zu werfen. Warum ist es denn überhaupt eurer Meinung nach verpönt, wenn man irgendwie versucht, Geld einzunehmen? Also das ist ja eigentlich was völlig Normales, was jede Zeitschrift funktioniert ja genauso, dass man eben sagt, wir haben da Werbung drin, wir verlangen ein bisschen Geld, wenn du das am Kiosk kaufst und ähnliches, und davon finanzieren wir Sachen und Inhalte, die für dich interessant sind. Das ist ja eigentlich ein Tauschgeschäft, was seit Beginn der Presse, auch wenn es vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist, aber so funktioniert. Und warum gilt das gerade unter Bloggern und so immer als sehr abschätzig und so, da, guck mal, die versuchen da irgendwie Geld reinzubekommen. Also was ich halt so ein bisschen mitgekriegt habe, waren so Sachen so von wegen, ja, wenn ihr um Geld fragt, dann sollte man sich das halt nochmal neu überlegen, so von wegen, dass wenn das seriös wäre, dann würde man uns oder mich oder Fabu oder mit bezahltem Flug und 5-Sterne-Hotel und keine Ahnung was hinschicken, um darüber zu berichten. Und das mag tatsächlich in irgendwelchen Fällen stimmen, dass das vorkommt, aber also ich persönlich arbeite jetzt nicht hauptsächlich für ein Spielemagazin. Ich mache mir meist so Sachen für General Interest Medien, fürs Radio, für Zeit Online, für, okay, gut, auch für die GameStar, aber dann eher als freier Journalist und Reporter, nicht als festes Redaktionsmitglied, das man mal irgendwo hinschickt. Und deswegen ist es schwer, so ein Thema wie die GDC und IGF auch mit diesem Superlevel Indie-Games, Indie-Entwickler-Fokus da so anzubringen, dass da ein Auftraggeber dir sagt, so ey, voll, ich bezahle dir einen Flug und ein Hotel und alles. Und deswegen dachten wir, das wäre vielleicht eigentlich ganz, ganz gut, das so zu regeln. Warum man das kritisiert, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Also vielleicht einfach nur, weil das unprofessionell wirken könnte, weil das dann eben den Anschein hat, dass man es nicht von irgendwo anders her stemmen kann? Ja, das ist ja so ein bisschen, das ist ja so absurd, weil wenn du deine Seite vollknallst mit Farmville-Bannern und hässlichen Sponsormeldungen und Pop-ups und was nicht alles, damit du halt so eine Flüge finanzieren kannst, dann wird es akzeptiert. Wenn man auf diesen ganzen Scheiß aber verzichtet und auf eine viel ehrlichere Art und Weise versucht, irgendwie das zu ermöglichen, dann wird darüber hergezogen. Finde ich halt ein bisschen komisch. Ich glaube, so ein bisschen die Angst bei Leuten, die besteht, die also die Werbung in Blogs verteufeln, ist erstmal, dass dadurch so ein bisschen die Unabhängigkeit flöten geht, was natürlich auch der Fall ist. Das darf man echt nicht unterschätzen, weil sobald man einfach auf Werbekunden angewiesen ist, gehen im Normalfall gewisse Dinge nicht mehr. Das ist mit einer der Gründe tatsächlich auch, warum wir bis jetzt auf Werbung verzichtet haben. Also es gab immer mal wieder Angebote, eine ganze Menge. Und ich habe mir immer gesagt, nee, ich verzichte lieber, weil das einfach mit irgendwelchen Richtlinien verbunden ist und Zwängen, denen ich mich nicht unterordnen wollte. Und mir ist aber auch klar, dass es nicht ewig so weitergeht, weil jetzt gerade nach dem Redesign, was ja auch so ein bisschen den Sinn hatte, die Seite zu professionalisieren auf eine gewisse Art und Weise,
soll irgendwann schon auch so ein bisschen der Schritt in die Kommerzialisierung getan werden. Aber eben jetzt ist es noch nicht getan. Und deswegen finde ich halt die Kritik daran auch irgendwie ziemlich albern. Ja, verstehe ich auch durchaus. Und ich finde es einerseits irgendwie merkwürdig, dass wenn irgendwelche Game Designer auf Kickstarter auftauchen und mit teilweise argwindigen Versprechungen und Projekten dann irgendwas finanzieren wollen, dass dann die große es ist toll und endlich Demokratisierung der Spiele Publishing Geschäfts und ähnliches, und wenn man aber das dann da mal so probiert, dann ist das auf einmal irgendwie raffgierig oder weiß ich nicht, naiv. Naiv kam auch oft der Vorwurf, so, das ist ja sehr naiv, was ihr da probiert. Kam auch besonders dir gegenüber, Dennis, ne? Weil du hattest, glaube ich, irgendwas geschrieben wie, da kann man endlich mal ohne PR-Menschen, also ohne den PR-Filter mit den Entwicklern und Leuten reden. Ja. Und dann kam ja auch gleich die so ein bisschen so, ach Gott, ist das naiv, die Naivitätskeule, mit der man ja auch so ein bisschen so ein Totschlagargument. Ja, ach, die behalte ich mir einfach, ist okay. Tatsächlich ist es ja so, dass ich weitaus mehr interessiert bin sowieso an Indie-Entwicklern, die meistens sowieso keine PR-Teams um sich rum haben, außer wenn die irgendwie einen großen Sprung zu Microsoft und Co. machen. Insofern ist da, sehe ich da irgendwie die große Gefahr nicht. Was ich halt auch glaube, dass man das irgendwie einen falschen Hals kriegen kann, ist, wenn man denkt, das wäre irgendwie so ein Urlaubsding. So von wegen, dass ich da hinfahre, um einfach nur ganz, ganz viel Spaß zu haben und so, was aber für mich keinen Sinn macht, weil tatsächlich ist es, also denke ich, dass es eine Menge Arbeit ist, die da auf mich zukommt, und das finde ich auch gut so, aber einfacher wäre es halt, wenn ich einfach hier bleibe und in die Fresse nochmal die IGF aus dem Internet Revue passieren lasse, und mehr Geld würde ich damit wahrscheinlich auch verdienen als bei Superlevel, um Geld zu fragen. Insofern, darum geht's echt nicht. Ich habe jetzt noch ganz oft, und da musste ich dann auch zu meiner Schande, oder ich weiß nicht, ob es zu meiner Schande ist, aber ich musste dann zugeben, ich musste erstmal gucken, was das überhaupt ist. Es kam nämlich immer, und das habe ich mir als Stichpunkt ausgeschrieben, das ist ja wie der Reloaded, und ich wusste gar nicht, was das ist. Und zwar ist es von der Seite einem Gaming-Blog, der hat irgendwie so eine Art, ja, der sammelt da auch immer wieder Geld, und um die Seite am Laufen zu halten, und durchaus mit merkwürdigen Geschichten, also eins habe ich dann irgendwie, da hat er sich Geld geben lassen, um sich zu kaufen, und hat da dann, glaube ich, verlost, das war irgendwie eine ganz komische Sache, die da passiert ist, und ja, Fabio, was ist deine Antwort da drauf? Also warum, was unterscheidet jetzt diese Aktion möglicherweise von diesem Supporters Club, der ja durchaus sehr, ja, kritisch, oder der immer so als Negativbeispiel hingestellt wurde jetzt in den sozialen Netzwerken, wie man es nicht machen soll? Ja, also das ist halt schwierig, weil es ist relativ klar gewesen, dass es Idioten gibt, die einen mit anderen Idioten vergleichen. Ich sag's mal so ganz direkt. Ich habe von diesem irgendwie auch vorher nicht wirklich was gehört. Ich hatte irgendwann, ich weiß gar nicht, vor ein paar Wochen, hatte ich eine E-Mail-Diskussion mit dem von ich weiß das Thema nicht mehr, aber auf jeden Fall fing er dann mit dem an. Das ist ja eine spannende Diskussion gewesen sein. Er fing dann mit dem an, ich dachte, das wäre eine sexuelle Anspielung. Und habe dann irgendwie über drei Ecken dann erfahren, dass er halt dieses meinte. Hab dann so ein bisschen nachgelesen, und ja, es ist halt eine andere Welt. Ne? Es ist halt, das sind Seiten und Zielgruppen einfach, die uns nicht interessieren. Und das bewegt sich alles auf einem Niveau, das mich auch nicht interessiert. Das Problem ist so ein bisschen, das muss ich auch eingestehen, ich schimpf halt relativ lauthals und direkt ins Netz. Was, glaube ich, dann in gewissen Situationen auch jetzt Personen wie Dennis schaden kann. Ne? Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Situation mit das sowieso. Ich erinnere mich jetzt mal zurück an die Sache mit Jörg Langer und dem Lehrgeld. Da gab es mal diesen Artikel. Mhm. Und das basierte ja eigentlich ursprünglich auf meinem Tweet, fick dich, Jörg Langer. Und
Dennis' Artikel, der total sachlich geschrieben wurde, wurde halt von vielen zerrissen aufgrund meiner Aussage. Also weil ich da einfach manchmal sehr direkt und, kein Blatt vor den Mund nehme. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum heute so viele pumpig reagiert haben. Ne, weil wenn ich irgendwelche Leute als Scheißköpfe bezeichne, sind die natürlich auch beleidigt und reagieren auch so zurück. Deswegen kann ich es auch schon verstehen. Aber diese Vergleiche, ich fühle mich dann wirklich irgendwie, das ist so respektlos irgendwie. Jetzt also dann dir gegenüber oder gegenüber? Nein, das war jetzt völlig ernst gemeint. Also. Nee, natürlich mir gegenüber. Ach so. Also ich gehe mal davon aus, jemand, der Superlevel besucht und sich mit der Thematik auseinandersetzt, die wir dort ins Netz treten und dann vergleicht mit anderen Seiten wie da sollte einfach schon ein gewisser Unterschied im Niveau zu finden sein. Und das dann zu vergleichen, irgendwie finde ich einfach ziemlich frech. Also das nehme ich dann nämlich auch persönlich und dann werde ich noch sehr ungehalten. Mhm. Ja, an sich finde ich gar nicht, also das Problem mit dem um Geld fragen, finde ich gar nicht so gar nicht so furchtbar, weil ich meine, es gibt tausende Blogs, wo irgendwelche Spenden-Buttons dranhängen, die Flatter-Einnahmen haben, die Amazon-Wunschlisten haben und sich beschenken lassen und so. Und es klagt niemand darüber oder nur sehr wenige Leute. Und ich finde das auch nicht schlimm. Ja. Ich glaube, was halt, also was man durchaus vielleicht möglicherweise falsch verstehen kann oder was so ein Angreifpunkt ist, dass man ja was zahlen soll für eine Leistung, also wo man erstens nicht weiß, was man für eine Gegenleistung bekommt. Wenn man jetzt dich nicht kennt, also Dennis, dich als Autor, und jetzt sagt, ich kenne jetzt schon Artikel, die der in der da geschrieben hat, und ich kenne jetzt Artikel, die er für den Gamesmarkt, für den Gamesmarkt natürlich auch, du hast ja tatsächlich auch mal was für uns geschrieben. Richtig. Und aber auch für, GameStar. So waren sie, also das heißt, dann sagst du, okay, ich kenne den, der ist auf jeden Fall da jetzt, die schicken da nicht so einen Spaßkasper hin, sondern das ist wirklich was Ernsthaftes, was der da betreibt. Wenn man das nicht weiß, dann ja, hat man ja kein greifbares Argument, warum man da jetzt was zahlen sollte. Und es gibt eben keinerlei Garantie, dass dann wirklich dabei was Tolles rumkommt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass man ja tatsächlich de facto die Katze im Sack kaufen muss. Stimmt, klar. Aber es ist eigentlich, es war ja auch gar nicht wirklich, wirklich gedacht, als der riesige Aufruf an die Welt, Superlevel jetzt mit Geld zu überschütten, sondern wirklich eher das Ding von wegen, wenn jemand Superlevel liest und das gut findet und möchte, dass wir in dieser Art Sachen machen, dann kann man das ja unterstützen. Und wenn nicht, dann ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch kein großes Drama und kein Problem. Ist ja auch nicht so, dass wir jetzt eine Paywall errichten und sagen, wenn ihr jetzt nicht in den Superlevel Supporters Club kommt, dann kaufen wir auch keine und schicken euch auch keine zu oder so. Dann, nee. Das ist halt echt nicht geplant und so. Das ist auch echt nicht gewollt. Und was ich aber echt erstaunlich finde, ist, dass bei all dem Genörgel, dass man dann irgendwie sehr schnell, sehr persönlich nimmt, eigentlich wie viel mehr nette Sachen kamen. Zum Beispiel das Geld, aber auch die ganzen netten Kommentare. Das fand ich echt umwerfend. Wirklich. Ja, voll gut. Ja, ich habe auch, also klar, es gab die zwei Richtungen. Die einen, die sich da sehr, sehr hämisch drüber lustig gemacht haben und das auch so als Beispiel dafür, für die Unprofessionalität und Naivität und Ähnliches und so. Guckt mal an, die ganzen tollen Superlevel-Texte, die sitzen da immer und fabulieren irgendwas, schwafeln was vor sich hin über mehr Kultur und clevere Texte, aber eigentlich interessiert es keinen, sie können es nicht verkaufen, weil sie mal, die können sich ja nicht mal da irgendwie, müssen sogar für, wenn sie mal irgendwo hinreisen wollen, sich das Geld erbetteln. Und es gab aber durchaus die andere Sichtweise, dass die Leute gesagt haben, oh ja, eine witzige Idee, also ich finde die Idee einfach witzig und warum nicht? Ich habe gelacht und das war es mir wert, da ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Und wenn ich dann noch einen tollen Artikel oder weiß ich nicht, was du dann da alles noch machen wirst, mitbekomme, warum nicht? Und auch so durchaus
die Idee so, naja, warum, das ist ja so ein bisschen, vielleicht ist das die Zukunft des, ich möchte nicht sagen des Journalismus, aber so ein bisschen, vielleicht geht es dahin, dass man halt einfach sagt, man bezahlt zunehmend für interessante Sachen, für kleine Sachen, Projekte, die einen interessieren, und da muss man da eben vorher so ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ja. Ist auf jeden Fall, ja. Ja, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, sieht man ja auch an so Plattformen wie Gott, wie hieß noch halt mal das Ding mit dem mit der Journalismusplattform, jetzt ist es mir aus dem Kopf. Krautgern. Ja, Nee, Krautreporter? Hast du Krautreporter, genau. Krautreporter, genau, ist ja auch seit neuestem dabei. Und in den USA gibt es ja auch noch ähnliche Projekte. Ich weiß nicht, ob das irgendwie die Zukunft des Online-Journalismus ist und so weiter und so fort. Das mag ich mir gar nicht anmaßen, da irgendwelche Urteile drüber zu fällen. Ist auf jeden Fall eine im Moment interessante Möglichkeit. Das sieht man ja auch irgendwie an Kickstarter, dass da eben vieles zusammenkommt. Ich meine, es kam irgendwie $120.000 für einen Podcast zusammen, für Idle Thumbs von einer Weile. Und das Continue Magazine, ein britisches Spielemagazin, sammelt auch gerade Geld, um, ich glaube, ein Jahr mit Ausgaben zu produzieren, wo man auch nicht weiß, wie gut die Ausgaben werden und ob sie denn alle kommen oder die Autoren nicht plötzlich alle tot umfallen. Was durchaus passieren kann, wer weiß. Aber genau, das sind so Möglichkeiten, wie man eben Sachen machen kann heutzutage. Und das fanden wir halt auch spannend, das einfach mal auszuprobieren. Ja, also ich denke mal, was auf Superlevel eh immer wichtig ist, was mir auch sehr persönlich sehr wichtig ist, dass das Ganze mit der, also mit der richtigen Portion Humor auch serviert wird. Und deswegen auch zum Beispiel diese Sache mit den Postkarten halt. Also dass man zum Beispiel, wenn man 10 € spendet, bekommt man eine Postkarte von Dennis aus San Francisco. Was war das nochmal weiter? Jetzt 15? Erzähl du mal, ich weiß es gar nicht mehr. 15, ich schreib sie betrunken und für 25 ist sie betrunken und not safe for work. Genau. Und das ist halt natürlich, wenn man jetzt mal Kickstarter betrachtet, ein ziemlich unsinniger Gegenwert. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, irgendwie du schickst jemand für $25 eine besoffene Postkarte, auf der du ihn anpöbelst, weiß nicht, ob dir auf Kickstarter überhaupt jemand irgendwie einen Dollar geben würde. Aber bei uns Bei klappt Penny das. Arcade hat's geklappt. Ja, genau. Also das ist ja, aber bei uns klappt es scheinbar auch, und das finde ich eben auch cool, dass das Ganze einfach doch mit einer gewissen Portion Humor gemacht wird und auch von vielen auch verstanden wird. Aber ich glaube, dass genau dieser Humor auch vielen aufstößt oder manchen aufstößt und dann eben aus so einem Zorn entsteht, der dann sehr schnell ausufert. Ja, verstehe ich. Also gibt auch eben einfach oft Leute, die dann Spaß nicht verstehen und oder eben auch nicht über sich selbst mal lachen können, und dann nehmen sie es gleich alles persönlich und ja. Gibt es denn schon große Firmenspenden? Ich weiß immer so bei so Spendengalas im Fernsehen, da ist dann immer unten eingeblendet hier die Firma, weiß ich, die Metzgerei sowieso spendet 500 € oder so. Ja. Der IDG Verlag hat 50.000 € gespendet. Die haben wir aber direkt an die Stiftung überwiesen. Okay, ja. Damit der mal seine Schnauze hält. Nee, sehr, sehr cool fand ich. Also, ich fände es ein bisschen unfair, jetzt Leute zu nennen und andere nicht. Nee, ich wollte keine, dass du keine jetzt rauspickst, also oder dass du jetzt irgendjemanden vorstellst, aber hätte das durchaus sein können, dass es zum Beispiel wirklich jetzt nicht Privatleute gab, sondern irgendwie jetzt eine Firma oder irgendwie möglicherweise sogar ein Entwickler, der gesagt hat, hey, wir sind ein kleiner deutscher Indie-Entwickler und wir finden das eine coole Idee, und da wollen wir euch unterstützen oder so, hätte also. Ist ganz, ganz bunt gemixt. Also Okay. es gibt tatsächlich, es gibt Firmen, die, es gab ein, zwei Firmen, die haben 5 € gespendet, und es gab Privatpersonen, die haben 100 gespendet. Also komplett gemixt. Auch sehr, sehr schön, weil die Leute haben ja auch die Möglichkeit, dann noch eine Nachricht mitzuschicken über PayPal. Und ja, ich finde das dann toll, dass sie dann wirklich schreiben, dass sie sich über die Postkarte freuen und so. Finde ich einfach fein, dass das fein, ey, naja. Egal, ich sage das mehr. Es ist zu früh am Morgen. Kommen so komische Wörter aus dem Mund wie fein. Ich finde es fein. Ja, Und finde ich zünftig. auch fein. Zünftig. Ja, Gut, ja, wunderbar. Dann wünsche ich euch da weiterhin viel Erfolg.
Ja, das war schon, oder was? Ja, hast du denn noch was Dringendes anzusprechen, was du noch... Ja, ich dachte, wir wollen das Thema jetzt total tief eindingsten. Ja, für mich war, also für meinen Intellekt war das schon sehr tief. Habt ihr denn heute schon gelesen, dass die G in die Kreativpause geht? Ich habe es überflogen, aber es war nur ein sehr kurzes Statement, was irgendwie nicht genau erklärt hat, was es eigentlich bedeutet. Kann man da auch spenden? Wäre vielleicht nicht schlecht, aber ich glaube, ich werde auch mal einen Artikel dazu verfassen. Weil es gibt schon ein paar weitere Infos, die auch nicht geheim sind oder so. Und mal gucken. Also ich glaube, ich finde es einfach sehr schade, dass gerade jetzt bei der G die Kommunikation wieder so hinterherläuft, dass man da wenigstens erfährt. Und jetzt einfach gesagt wird, ein halbes Jahr Kreativpause. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Und ja. Gut. Ja, also dann dir viel Spaß, Dennis, weil das kann man ja schon mal soweit sagen. Es wird ja auf jeden Fall, also du wirst ja auf jeden Fall hinfahren, weil das war ja eigentlich von Anfang an klar, dass ihr dann einfach den Differenzbetrag dann aus eigener Tasche drauflegt. Das heißt, da muss man jetzt gar nicht irgendwie Daumen drücken, dass das klappt oder Angst haben, dass es im letzten Moment scheitert, sondern du fährst auf jeden Fall. Genau. Ja, das muss ich noch kurz sagen, das haben manche wirklich nicht verstanden. Die haben mir dann geschrieben, auch über Twitter, was passiert denn, wenn das Geld nicht zusammenkommt? Und ich habe es ja im Artikel, haben wir ja auch da geschrieben, also Dennis fährt so oder so, ne? Also egal, ob jetzt 100 Euro zusammengekommen werden oder 20.000, Dennis egal, fliegt, ob ich mir beide Beine breche. Ja, scheißegal. Ja. Also ja, Dennis, ich krieche. Wenn ich den da hinschießen muss. Ja. So. Das war ja vielleicht auch die Erwartung an Kickstarter-Projekte, die da ein bisschen mitschwingt. Genau. Ja, weil wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ja, genau. Ach so, ja, stimmt. Ja, jetzt verstehe ich auch, woher diese Idee kommt. Also dieses, was passiert denn, wenn es nicht klappt? Und auf Kickstarter kriegst du dann ja natürlich beziehungsweise du bezahlst ja so lange nichts, bis die Summe zusammen ist. Und dann machst du dir auch gar keine Gedanken, was ist, wenn es nicht klappt? Weil du ja weißt, dann habe ich noch nichts bezahlt. Aber bei PayPal ist ja, wenn sie weg ist, ist sie weg, die Kohle. Und dann fragt man sich natürlich, was passiert da? Aber das ist ja wirklich transparente Idee, dass man sagt, okay, wir suchen uns da nur ein bisschen was dazu und er fährt aber so oder so und das andere ist alles nice to have obendrauf. Ja. Wunderbar. Dann weiterhin viel Erfolg und dann danke ich euch, dass ihr da zu Gast wart und auch mal so ehrlich und direkt drüber geredet habt. Und zum Abschluss darfst du noch einmal fluchen, Fabo. Ich fluche für Fabo. Okay. Verdammt. Ach, fein. 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 Größte Fluch. USA. Alles klar. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.